Servus. Jetzt wollte ich euch erst zeigen, wie ich das Auto wasche. Aber daraus wurde leider nichts, weil die Autowaschanlage viel zu voll war. Das würde ich nicht mögen, das würden die anderen nicht mögen, deswegen zeige ich es euch ein andermal. Heute geht es um eine Kleinigkeit, und zwar eine zusätzliche Box für eure Mittelkonsole. Und zwar für ein Tesla Model 3, Baujahr 2020 oder früher. Und das zeige ich euch jetzt. Die Mittelkonsole. Bei 2020er Modellen sieht die ungefähr so aus, und zwar mit einer Abdeckung oberhalb Handy-Ablagestellen, wo man schnurlos laden kann, sofern das Handy das unterstützt. Und hier unten gibt es jede Menge Platz für alles Mögliche, was man sozusagen hier griffbereit haben will. Vielleicht eine Brille, vielleicht eine Red Bull-Dose oder die Parkscheibe. Darunter habe ich sogar noch meine SSD versteckt für den Wächtermodus, den euch vielleicht ein andermal zeigen kann. Heute soll es aber darum gehen, wie man diesen Platz besser nutzt. Und zwar habe ich mir folgende Box bestellt. Und so sieht die Box aus. Die besteht aus drei Teilen. Das untere Teil ist eigentlich ziemlich genau passend hier unten drunter mit einer Aussparung für die Leuchte. Ich hoffe, das kann man auch sehen. Das ist gedacht als Mülleimer, hier direkt in der Mitte. Den Mülleimer muss ich gleich nochmal einhändig oder vielleicht irgendwie mit einer Tüte bestücken. Also packen wir mal die Müllgeschichte hier drunter. Oh, das muss ich noch überlegen, wie mir das am besten geht. Okay, und oben drüber kommt diese Abdeckung, die sozusagen die Hälfte dieser Box bedeckt. Und die andere Hälfte, die kann man zum Beispiel nutzen, um die Brille hinzulegen. Das Ganze lässt sich sehr gut hier verstecken. Und hier unterhalb hat man immer noch genügend Platz für Sachen, die man normalerweise hier in dem gesamten Stauraum hatte. Ja. Und so hat man eigentlich einen praktischen Mülleimer, eine kleine Ablage und alles hat seinen Platz. Wie praktisch diese Box letztendlich im Alltag ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber ich werde gern berichten. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wo man so eine Box herbekommt, verlinke ich euch gerne unten in der Beschreibung. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich finde, das läuft schon wesentlich besser. Aber ich hätte den Waschvorgang noch gern gefilmt. Nächstes Mal.